Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal noch die Schrottgeschichte optimiert. Wir haben einen Zug gemacht, der wahrscheinlich hier jetzt fährt. Der Stahl und Schrott durch die Gegend fährt. Ne, Kohle und Schrott durch die Gegend fährt. Nämlich vom Stahlwerk über die Maschinenfabrik hier. Wird das ja hierhin gebracht. Und hier müsste jetzt eigentlich für drei Stellen liegt er sogar. Also die 332 Tonnen sind für das Stahlwerk hier rechts. Und Altenau Stahlwerk ist das andere da hinten wohl. Gut, einer fährt direkt, einer fährt hier drüber sozusagen. Jetzt ist der Stahlwerk wird angefahren. Eigentlich macht es keinen Sinn, dass alle Züge immer durchfahren. Oder doch? Eigentlich einen Zug von hier nach da pendeln lassen und dann die weiteren Züge kommen nur bis hierhin und fahren weiter. Würde Sinn machen, glaube. Wie sieht's finanziell aus? Um die 100.000. Eigentlich läuft's. Lass uns mal so eine Liste mit den Fahrzeugen und Zügen gucken. Sind alle im roten, grünen, schwarzen Bereich. Bis da unten sind ein paar. Ja, okay. Das sind die auf der anderen Seite, ne? Der Bus, der fährt kein Plus. Aber die paar Kröten sind halb so wild. Wo fährt der lang? Gute Frage, ne? Ah, bis dahin. Das wächst aber nicht. Döbeln. Was haben wir denn hier in Döbeln? Zuckerrüben waren das, okay. Das funktionierte nicht, hätten wir, glaube ich, schon probiert, ne? Hier ist der Markt. Die Stadt wächst aber auch nicht. Und die dritte Stadt war dann hier oben, ne? Weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Adenau. Obwohl, hier ist was passiert. Schrebergarten, da wächst was. Gut. Die Stadt ist am Wachsen. Fährt er denn noch weiter? Ich glaube nicht, oder? Doch, da ist auch noch eine Bushaltestelle. Aber hier können wir leider nichts machen, weil wir keine Fahrzeuge dafür haben. Geflügel und Eier. Der Markt, der würde funktionieren. Aber wir müssten Tierfutter haben und das kriegen wir nicht hin, weil Tierfutter war ein Problem. Gut, dann fällt das flach. Sind wir schon wieder auf der Seite, wo wir unsere Kette aufgebaut haben. Da oben ist es. Was haben wir denn noch hier? Okay, das wird angeliefert, aber die kriegen Öl, die kriegen Druckfarbe und Lackfarbe. Aber der Baustoffhandel ist der einzige Abnehmer, die anderen gibt es nicht. Dann haben wir hier zwei Städtchen, Altenau und Hardexen. Da wäre jetzt Busverkehr möglich, ne? Wächst die Zahl. Wie viele Arbeiter sind da? 9 und 6. Wo ist die nächste Stadt, wäre die Frage, ne? Das gehört zu Hardexen. Das auch. Und nach hier, das ist ein verdammt weiter Weg, ne? Riedenburg. Aber was ist bei Riedenburg als nächstes irgendwo noch eine Stadt in der Ecke? Na, ich glaube nicht, ne? Jetzt hätte ich gesagt, kann man da mit dem Zug anbinden? Nö. Ist hier unten überhaupt noch irgendwas? Nee, hier ist glaube ich gar nichts. Ruckelt ein bisschen. Aber hier unten waren noch drei Städte, da könnte man noch
Da, die sind auch schon mit der Straße verbunden. Waldeck. Floto. Und, ah, das sind sogar vier. Sondershausen. Und Lauter. Vielleicht sollten wir da noch einen Bus einsetzen. Und hier ist noch eine Sehenswürdigkeit, die könnte man ja irgendwann auch anbinden. Ich würde mal sagen, das machen wir, oder? Wäre eine Verlustgeschichte erstmal, ne? Und dann müssen wir gucken, ob sich das auf Dauer rentiert. Dahin, dahin. Wo sind die nächsten Städte? Da ist jetzt nichts. Da unten in der Ecke wird nichts sein, also wird die nächste Stadt hier oben irgendwo sein. Und das haben wir schon gehabt, fahren wir hin, Döbeln oder so ähnlich. Die müsste jetzt erscheinen. Döbeln. Gut. Ist aber ordentlich weit, ne? Ja. Der Bus fährt hier miese ein weiter. 12 Personen sind allerdings drin. Hier sind natürlich aber mehrere Städte dran, nämlich 4. Vielleicht sollte sich das lohnen. Wir können dann noch hier das mit anbinden. Prozent Marge ist verdammt viel. Sechzigtausend ist auch gestiegen. Wir machen da noch einen Bus hin. Da Straße erstmal. Ich denke, dass wir jetzt hier oben mit Waldeck anfangen, oder machen wir hier den Bus? Ne, wir machen hier den Bus hin. Dann machen wir hier das Depot hin. So. Bushaltestelle. Dahin. Da geht's nicht, ne? Na, und doch geht auch. Na, dann machen wir sie dahin. Hier ist die Haltestelle egal eigentlich. Machen wir den kürzesten Weg, oder? Da ist das Rathaus komplett mit drin. Machen wir dahin. Wäre vielleicht da auch sinnig gewesen. Dann hierhin, würde ich sagen. Und dann da hinten noch hin. Geht hier schlecht wegen der Schräge, ne? Da wäre es außerhalb. Komm, machen wir dahin, egal. Gut. Das ist erledigt. Dann zum Depot und den Bus geholt. So. Busse sind dran. Oh. 2,37, 2,88, 3,71. Der eine ist schon gar nicht mehr da. Das ist eine Kutsche, ne? Das Postauto. 2,88, 2,37. Dann nehmen wir den 2,37er. So, der kriegt jetzt einen Fahrplan. Von dort nach dort. Und dann nach da. Nach da. Wo ist es? Schon vorbeigefahren. Ist weiter links hier. Nee, weiter unten. Nach da. Dann auch ein Rückweg, da wieder vorbei. So, und dann fährt er nach da oben. Nach Floto. Und dann geht's wieder los.
Neue Linie. Jetzt nehmen wir mal 4 Städte. Passt. Fertig. Und starten. Die Linie hat wieder den Namen nicht gekriegt. Ich weiß nicht warum. Gut. Und er ist schon schnell am Fahren hier. Verdammt schnell. 4 Städte heißt die Linie auch jetzt. Keine Ahnung, warum er das bei mir nicht immer annimmt. Ich glaube, ich muss erst neue Linie machen und dann umbenennen. So, den machen wir mal da oben hin. Der brummt richtig vor sich hin. Was macht unser Geld? 32, Tendenz steigend. Geld läuft. Das ist alles im schwarzen Bereich, das ist super. Der fährt gerade erst los. Der macht Geld, der macht Verlust. Einer steht irgendwo und ach so, das ist die Hopfengeschichte. Okay, die bei der Brauerei, die brauchen nicht so oft Hopfen, ne? Haben noch alles. Das sollte laufen. Geht zum Markt. Süddeutscher alter Bauernhof. Und auf dem Markt gibt's da dann genug zu trinken? Nö, die haben kein Bier. Ist denn da einer unterwegs zum Markt? Ah ja, da, glaube ich, ne? Holt er jetzt Bier, ne? 5 Paletten Bier, okay. Wie viel Bier liegt denn da? 118 Tonnen, 188 Paletten. Das würde bedeuten, da können wir auch noch einen duplizieren, ne? Linie Brauerei Markt. Und den gibt's auch noch. Komm, wir machen erstmal hier Bier rein. So, und dann haben wir den. 1,28, 8 Paletten. 6 Paletten, er hat 5 Paletten, 50 Cent. Also das rentiert sich nicht. Nee, ich glaube, das ist wirklich der wirtschaftlichste in dem Moment. Kann man da sogar noch einen anhängen? Nee, geht auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, kriegt er noch den... die Strecke... Brauereimarkt. Und kopieren wir mal und starten die beiden. So. Und Getreide fährt nicht, weil die da nichts brauchen. Weil die überfüllt ist hier, die Klosterbrauerei. Können nur 22 Tonnen lagern. Gucken wir mal, ne? Oh, 17 Leute sind jetzt schon im Bus. Das hört sich doch cool an. Der fährt dahin, ist gerade an 2 Städten gewesen. Nach Lauter fahren sie auch schon, das ist die weiteste Strecke. Sollte sich also rentieren. Also rentieren ist jetzt eine andere Sache, gewinnen oder nicht gewinnen, aber die Städte wachsen und dann müssen wir gucken, wie wir sie später mal verbinden. Ne? Finanziell sieht's gut aus, 35% Marge, das wächst also noch. Wir haben 184.000. Hört sich super an. Gut, er fährt noch nicht. Ist aber schon 2 Tonnen an Tische Güter geladen. Vielleicht waren die aber auch nur da. Oder produzieren die schon? Ja, die haben ja da. Es wird nicht gefordert, deswegen ist da noch nichts drauf. Ach so, das ist ja offen. Gerste 24. Mit weniger, ne? Gleich müsste das dann auch passen hier, wenn da 22 ist. 23. Muss man gerade einen Moment schneller laufen. So, jetzt ist das unter 22. Jetzt sollte auch hier wieder produziert werden, aber... Stopp. Eigentlich müsste es
Ach, 67 sind unterwegs. Ach, Gerster. Wir sprechen gerade von Hopfen. Mhm, alles klar. Aber das würde bedeuten, der erste Bauer muss unterwegs sein von unten. Und dem ist auch so. Das ist aber ein anderer. Und die fahren alle drei. Sollte aber funktionieren. Die haben noch 175 da auf Lager, das ist auch alles gut. Hier gibt's auch jetzt Bier zu verkaufen. Ja, Eier würde gehen, aber kein Tierfutter. Gut. Läuft erstmal. Gut, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge aber auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.